Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen H1Z1. Gestern erschien, ich wollte eigentlich schon direkt am Anfang des Releases sofort eine Folge raushauen, aber ich bin nicht auf die Server gekommen. Gestern war das noch so kritisch. Ich konnte es am Anfang sogar nicht downloaden, weil das alles so überlastet war. Ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt los. Ich habe schon mal einen Charakter auf den Server gemacht, wo ich jetzt nicht drauf kann. Sehr schön. Puh, 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 puh. Was nehmen wir denn dann? Dann nehmen wir am besten 9. Irgendeiner kloppt gerade hier bei uns rum. Ich hoffe, man hört das nicht. Welchen Server nehmen wir denn? Nehmen wir mal den Bane-Server. Das ist ein PvP-Server. Gucken, ob wir drauf kommen oder ob wir eine Warteschlange haben. Mal schauen. Okay, let's go. Wir haben 3 Minuten Warteschlange. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder, wenn ich in-game bin. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Meine Güte, war das gerade stressig. Das Spiel ist 1000-mal gecrashed beim Join. Ich musste 1000-mal den Server wechseln. Ich bin jetzt auf dem PvE erstmal zum Umschauen und allem. Und auf jeden Fall, gerade war das Beste. Dann schaffe ich es, ins Game zu kommen. Und dann fällt mir auf, dass ich kein Aufnahmeprogramm am habe. Tab aus Spiel raus. Und was passiert? Das Game crasht schon wieder. Naja, ich habe es auf jeden Fall jetzt wieder drauf geschafft. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal alles an hier. So, das Inventar. Ja, geil, ich weiß, geiler Name. Sieht übersichtlich aus. Ich habe übrigens die Premium Edition. Deswegen habe ich schon so viele Event-Tickets, Airdrops und alles. Was gibt es denn noch hier zu zeigen? Das Crafting-System ist auf jeden Fall sehr cool. Man kann ja dann die Sachen hier reinziehen, discovern. Ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe mal, das laggt jetzt nicht so extrem, dass ich nichts aufsammeln kann. Okay, ich kann die Sticks aufsammeln. Kann man hier... Na? Okay, sammeln wir jetzt erstmal ein paar Sticks. So, den haben wir, glaube ich. Nee, den haben wir nicht gesammelt. Okay, jetzt hat es geklappt. Ein Bogen wäre natürlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie das hier mit den Waffen und mit dem Loot finden ist und so. Wie lange... Alter, erschreck mich, Digga. Das ist ein PvE-Server. Ja, du kannst mir nichts. Das ist ein PvE-Server. Ja, ja. Oh, schlag mich. Ja. Naja. Ich hoffe mal, der rennt uns jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Dieser Störenfried. Da hinten haben wir auch schon ein Haus. Rennt uns noch hinterher? Nee. Nee, er rennt uns nicht mehr hinterher. Dann können wir jetzt mal weiter im Inventar gucken. So, dann kann man die Sticks nehmen, hier reinziehen und Discover drücken. Jetzt haben wir was Neues gelernt. Die Arrows. Warte mal, machen wir mal einen. Ich weiß nicht, ob das damit auch jetzt funktioniert. Jetzt haben wir 2 Arrows. Ne, es funktioniert nicht. Aber wir können die Sticks wieder reinpacken. Wieder Discover drücken. Und jetzt haben wir diese... Crafting. Das sieht aus wie so Spieße. Ja, für die Verteidigung, denke ich mal. Okay, jetzt geht's nicht mehr. 17 Arrows. Müssen mehr Sachen finden. Okay. 17 Pfeile oder wie? Ach, Pfeile. Aber wir haben ja eigentlich noch nichts anderes. Was war das? Ich habe doch gerade hier irgendwo ein Haus gesehen, oder täusche ich mich? Hier gibt es übrigens auch Bären und Wölfe. Mit denen sollte man sich nicht anlegen. Die sind auf jeden Fall sehr stressig. Ja? Aber scheint, dass es heute mal... Oder jetzt gerade im Moment... Ach, die Latenz ein bisschen mehr mitspielt. Ich habe mal so ein Probespiel gemacht. Und da konnte ich eine Zeit lang gar nichts mehr looten. Also ich bin an die Schränke gegangen und nichts ist passiert. Okay, wir gehen erstmal da oben zum Haus hin. Können ja mal einmal die Perspektive wechseln. Es gibt auch Server, so Hardcore-Server. Da ist nur Only Headshot PvP und nur PvE und Ego. Und nur PvE und Ego. Gibt hier halt sehr verschiedene Sachen. Und noch irgendwie so ein Battle Royale. Was können wir denn hier machen? Ah, ein Drink Water. Cool. Ja, warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Ah, wahrscheinlich, weil das Wasser nicht gut ist.
Aber anscheinend können wir gerade sehr schön... Ne, ich habe nichts gesagt. Es fängt schon wieder an mit dem Looten. Ja, ich drücke E und es passiert nichts. Ach, scheiße. Doch, jetzt geht's. Vielleicht muss ich mich einfach nur in einer anderen Position stellen. Anscheinend können wir looten. Sehr schön. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Können wir hier in den Mülleimer reingucken? Ja, können wir. Aber natürlich nichts da. Aber ist, glaube ich, eine... Ich glaub's nicht. In der... Haha, in der ersten Folge. Okay. Press E. Wir brauchen... Batterie. Oh, wir brauchen alles. Oh mein Gott. Ah, jetzt kann ich... Ach so, ich kann das dann von... innen verschließen, okay. Okay, okay, cool. Aber ich... Das finden wir doch nie im Leben hier. Der Wagen, der ist auf jeden Fall... Können wir auch mit so I drücken? Nee, nur wenn wir drin sitzen. Okay. Ach, das wollte ich gar nicht. Na, steig wieder aus. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal in dem Haus um. Das haben wir ja schon alles abgecheckt. Zombies haben wir auch noch keine in der Nähe, da schließe ich nicht die Türen. Das ist hier manchmal ein bisschen tricky. Manchmal sind die umrandet und manchmal nicht. Da weiß ich jetzt gar nicht, welche ich durchsuche. Aber ich glaube, das ist die ganze Reihe. Was war das denn? Manchmal hören sich die Viecher hier ganz schön komisch an. Ich glaube, all, ja, all. Ja, das ist genau... Ach man, du durchsuchst hier direkt alles. Okay, in manchen Häusern kannst du die Dinge einzeln durchsuchen. Und in manchen kannst du die nicht einzeln durchsuchen. Also nur in Komplettpaket. Oh, hier sieht es ja echt mager aus. Na, wenigstens ein Auto gefunden, aber... das lässt sich ja schlecht fahren ohne Batterie und ohne allem. Was haben wir denn da? Mhm. Fehlt wohl eine Textur. Das ist ein sehr elegantes Design. Okay, den Wagen können wir leider nicht mitnehmen, aber vielleicht können wir uns ja merken, wo der ist. Wasser hier trinken ist schlecht. Ich glaube, wir müssen das dann abkochen oder irgendwie sowas. Aber wie das funktioniert, puh, das ist die Frage. Wir haben Flares, aber ich könnte mal gucken, ob die was bringen. Ja, ein bisschen. Ja, da können wir unser Essen und Trinken immer nur ein bisschen... Zwei nur, ne? Ja. Zwei hochtreiben. Okay, lassen wir mal zwei zur Sicherheit übrig. Okay, hier haben wir Verbände. Können wir die discovern? Aber wir können die Blackberries discovern. Okay. Wir müssen mehr Sachen reinpacken, damit wir das Rezept kriegen. Zwei Rezepte gibt's mit diesen Bären, okay. Und hiermit gibt's... Okay, add more components. Aber da müssen wir gucken, was wir noch zu den Sticks zupacken. Arrows, die konnte man ja nicht. Das hört sich an wie so ein Airdrop. Da werden auf jeden Fall Leute sein. Ich würde mich am liebsten auch schon mal in so einer Gruppe anschließen, aber ich mache jetzt die ersten Folgen alleine. Die ersten fünf oder so und dann gucke ich mal, ob ich mit ein paar Leuten spiele oder ob ich mit jemand anders spiele. Ich weiß noch nicht, mit wie vielen. Aber mal schauen. Bin mir gerade echt nicht so sicher, wo wir lang gehen. Zum Anfang ist die Map ja nicht gerade groß. Ich glaube, die ist 64 Quadratkilometer, war das? Was haben wir da hinten? Ah, da haben wir noch, ich glaube, noch ein Haus. Ich würde sagen, dann sprinten wir mal direkt hin. Oder nicht sprinten. Ich mache mal die Uhr an und sehe, damit wir sehen, wie viel Dings wir noch haben. Okay, das Leben füllt sich anscheinend auch mit den Bären auf oder auch nicht. Kann man die Sachen looten? Nein, kann man nicht. Das kann man auch nicht looten. Mir fällt mir aber, dass das Spiel so ruckelfrei läuft. Also die Performance ist echt top bei dem Game. Das kann eventuell ein langes Let's Play werden. Mal schauen, wie das mit den ganzen Sachen hier läuft, wie viel es gibt und so. Ich
Ich weiß ja nicht, ob das schnell langweilig wird, aber ich denke mal, PvP wird sich richtig bocken, wenn man zu mehreren Mann ist. Und eine Base baut, man kann ja auch so Basen ja bauen, die man dann einnehmen kann. Das sieht so aus, als ob hier einer was gebaut hat. So ein großes, ja, ein Campfire hat hier einer hingestellt. Mit Stühlen, oder war das schon? Ich weiß nicht. Sowas kann man auf jeden Fall auch bauen. Ist hier was hinten dran? Nein. Schauen wir uns mal den Truck an. Ist nichts drin. Schade. Kaputte Flaschen. Gar nichts, nichts, nichts. Was haben wir da? Auch eine kaputte Flasche. Können wir die nicht als Waffe benutzen? Das wäre natürlich schön. Was war das? Ja, aber Zombies sehe ich gerade hier gar keine. Na gut, dann können wir wenigstens in Ruhe looten. Hier ist nichts. Und wie ich das mache mit den Folgen, ob ich jetzt jeden Tag eine oder jeden Tag eine oder jeden zweiten Tag eine. Ich denke mal, ich mache jetzt vom Anfang erstmal jeden zweiten Tag eine Folge. Und ich denke mal, wenn ich wieder genug Zeit habe, mache ich wieder jeden Tag ein und dann vielleicht auch irgendwann wieder zwei Projekte. Aber erstmal bleibt H1Z1 und später kommt vielleicht noch Wolf Among Us dazu. Okay, die Kisten sind Stahlkisten, die gehen nicht kaputt. Aber ich konnte vorhin, wo ich Offscreen gespielt habe, Kisten kaputt schlagen. Aber mit denen geht das anscheinend nicht. Hier ist auch nichts. Ist wahrscheinlich schon alles leer gelootet, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute auf so einem Server können. Wrecked Truck ist auch nichts, schade. Hier ist nichts, nichts, eine Feuertonne. Können wir die anmachen oder so? Hm. Ah, Use Campfire. Können wir da was reinpacken? Ach, keine Ahnung. Scheiße. Na. Er ist wohl eine unsichtbare Tür. Die Tür ist angeblich zu bei dem Teil, aber naja. Na, da kommen wir auch nicht. Doch, da kommen wir rüber. Search. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir gehen gerade echt leer aus. Ist da hinten vielleicht was? Puh. Orientierung habe ich nicht so wirklich. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie die Map aufgebaut ist. Und da hinten sieht mir wieder aus wie so ein kleiner Campingplatz. Ich glaube, da starten wir jetzt auch mal hin. Oh Mann. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich lieber spielen soll, in Ego oder so in Third Person. Ich spiele eigentlich in beides gerne. Ist beides cool. Okay, wir gehen erstmal zum Campingplatz. Haben wir noch irgendwelche Bären, die wir uns snacken können? Nee, anscheinend nicht. Verdammt. Ich habe bis jetzt relativ wenig Spieler gesehen. Ich denke mal, die sind hier in den großen Städten, die es hier gibt. Ich denke mal, hier gibt es große Städte oder mehrere Städte. Ich glaube, die DayZ-Map, die war ja 264 Quadratkilometer groß. Aber wenn ich mich da jetzt irre, sorry, in die ist ja 64 oder so, naja. Mal schauen, wie groß die Wirklichkeit ist. Die wollen die Map ja auch relativ erweitern, also richtig groß erweitern, habe ich gelesen. Ich weiß jetzt aber nicht ganz genau, welche Zahl das war. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich denke mal, aus dem Spiel kann auch richtig gut was geben, was werden. Weil jetzt am Anfang soll es ja schon eigentlich großen Umfang bieten. Außer diese geilen Türen, die durchsichtig sind. Aber hier ist eh nichts drin. Scheiße, jetzt bin ich hier umsonst hingelaufen, weil hier wieder nichts ist. Hab ich da schon reingeschaut? Nope. Ah, da ist aber was drin. Gucken wir erstmal in die Karre rein. War das?
habe gerade irgendwas gehört, was ganz komisches. Nicht, dass wir jetzt hier gleich vom Wolf angefallen werden oder so. Ich glaube, die sind hier gefährlicher als die Zombies. So, was haben wir hier? Nichts. Sehr schön. Verdammt, wir haben auch nur noch zwei Blackberries. Ziehen wir uns mal eben rein. Bringt zwar nicht viel, aber wir haben wieder ein bisschen mehr Essen und Trinken. Okay. Gehen wir nach da, gehen wir nach da. Kamen wir eigentlich her. Ich glaube, wir halten uns jetzt erstmal ein bisschen an die Straße. Oder an den... Das wäre eigentlich logisch, wenn man sich an die Strommaster hält. Die müssten ja eigentlich zu einer Straße führen. Gehen wir mal diesen komischen Feldweg entlang. Vielleicht führt er uns ja zu irgendeinem Haus oder so. Oder zu einem Dorf, das reicht ja auch. Hauptsache, wir finden erstmal irgendwas zum Essen. Was war das denn? Das hat sich angehört wie irgendein Dinosaurier. Mann, die gibt's hier, glaube ich, nicht. Ach du Scheiße, da unten ist... Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Hundebellen oder so. Die Wracks, die können wir, glaube ich, auch mal durchschauen. Aber erstmal springe ich auf die Karre drauf und guck mal einmal die nähere Umgebung ab. Nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie von hinten von irgendeinem Vieh angefallen werde. Ob ich was in den Wracks finde. Ich glaube, ich bin nicht der Erste, der hier war. Und wenn hier auch so viele Leute auf den Server spielen können... Wie machen die das mit den Loots? Spawnen die dann immer nach einer gewissen Zeit wieder? Muss ja eigentlich, weil sonst rennt man ja hier die ganze Zeit nur leer rum. Ich werde jetzt auch nicht jede Karre durchsuchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein Haus. Ah, ein Backpack. Nice. Okay, packen wir jetzt erstmal die Arrows rein, die Sticks rein. 1000 Platz bietet der Rucksack. Nice, also wir schauen uns doch alle Autos durch. Und wenn da was drin war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass woanders auch noch was drin ist. Oder die haben den einfach nur vergessen. Okay. Ich hoffe mal, wir finden irgendwas zu essen. Oder zu trinken. So, da hinten ist noch ein Campingwagen. Vielleicht können wir da rein. Ich höre die ganze Zeit immer irgendwelche komischen Geräusche. Ich hoffe, das sind nicht irgendwelche Viecher. Und davor habe ich gerade ein bisschen mehr Angst. Aber ich glaube, hier soll es auch so große Zombie-Herden geben. Die sind ja, denke ich mal, kniffliger. Können wir da rein? Ich glaube nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben ja schon mal einen Rucksack. Das ist ja schon mal etwas. Okay. Nehmen wir noch mal ein paar Sticks mit. Einfach so, weil wir es können. Da sind noch Barry. Ah, oh, nice. Bären. Okay. Bären sind immer gut. So ein kleines Feld mit Bären wäre nice. Dann können wir uns damit erstmal... ausrüsten. Da ist ein Schild. Next Exit. Tankstelle, Restaurant und... Okay, da hinten ist ein Wasserturm. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Oh, nirgendwo Bären oder so. Verdammt, da hinten sind auch Häuser. Achso, das ist ja der beim Wasserturm. Ich glaube, da ist ein Zombie. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Haus da hinten. Da sind auch noch ein paar Büsche, wo wir Bären bekommen. Ich werde jetzt auch mal das Rennen ein bisschen sein lassen. Wir haben kaum mehr Energy. Wie kriegen wir die Energy denn hoch mit Essen? Oh, ich habe einen Branch gefunden. Okay.
gedacht, das sind Bärenbüsche. Wartet mal, eventuell... Hä? Ah, okay, die sind... hier. Can be crafted in... Okay. Aber wie kann ich die denn jetzt... droppen? Der nimmt 100 ein. Dann muss ich den ja eigentlich doch... Dann kriege ich den doch rein. Crafting, Discovery. Dann nehmen wir mal das Teil. Ah, ich brauche mehrere Sachen. Verdammt. Dann muss ich davon zwei nutzen. Oder vielleicht muss ich irgendwas dabei packen. Aber die Frage ist, was? Und dann droppe ich den auch nochmal. Und nimm den... Okay, die kann man auch nicht stacken. Da kommt ein Zombie. Okay, ein Ding lassen wir da und nehmen das als Secondary Weapon. Ist das der Zombie gewesen? Ja, das war der Zombie, die Schritte. Ich hätte gedacht, da wäre ein Spieler, aber okay, ist ja auch nicht auch scheißegal. Wir sind ja noch nicht auf einem PvP-Server, das ist ja schon wichtiger. Ich hatte heute schon einen lustigen Boxfight gehabt. Warum kriege ich denn jetzt hier nur diese scheiß Stöcker? Ah, okay. Blackberry, okay, okay. Und da haben wir wieder ein bisschen was zu essen. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens haben wir etwas. Okay. Das ist, glaube ich, nur ein Generator. Scheiße. Okay. Oh, oh. Oh. Das ist doch kein kleines Dorf. Das ist doch riesige. Das ist doch schon fast eine riesige Stadt. Okay, nice. Nice. Hier haben wir noch Blackberries. Die nehmen wir natürlich mit. Yep. Hallo? Okay, können wir nicht mitnehmen. Ja, dann würde ich... Hier steht ein brennendes Auto. Okay, ich glaube, der Zombie, den haben wir nicht geedit. Okay, mal kurz schauen, was da denn kaputt ist. Da redet einer. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe auch nicht wirklich viel verstanden. What's going on? Hello. Oh, there's three of us here. Na, wenigstens wird es hier nicht direkt über den Haufen geschossen. Guess you found anything good? Ich verstehe den kaum. What? What? Ja, okay, egal. Ja, ich verstehe den kaum. Das ist jetzt echt schlecht. Ich muss mal den Sound ein bisschen umstellen. Wahrscheinlich im Video hört man den eh besser. Okay, ich hab grad, der verfolgt uns. Okay, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Leute reden. Sind auf jeden Fall nicht die einzigsten hier. Schauen wir uns mal den Markt um. Eieiei, es ist ein riesiger Supermarkt. Also wenn man hier... Hier findet man definitiv Loot. Aber nicht, wenn hier tausende Menschen rumrennen. Das ist natürlich dann... nicht so einfach. Aber ich weiß nicht, ob wir... Können wir irgendwie die Dinger durchsuchen? Ne, ich denke mal, da stehen die Sachen dann drin. Mal hier hinter um, aber sieht auch schlecht aus. Hier ist wahrscheinlich alles leer gelootet. Da werden wir nicht erfolgreich sein. Hier ist auch nichts. Wir können jetzt mal einmal jedes Regal abgehen. Ich hoffe mal, die sind nicht so laut im Video, weil ich habe den Sound
Naja. Ich verstehe die kaum. Na, ich werde den Ingame-Voice mal ein bisschen runterdrehen. Aber das mache ich zur nächsten Folge hin. Ich würde auch mal sagen, an der Stelle setze ich einen Break. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, den Daumen runter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao!